Bücher vorlesen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 von Kinderbuchwelt mit dem Thema Bücher über ungewöhnliche Freundschaften für Kinder von 3 bis 7 Jahren. Und ich habe dir 3 Bücher mitgebracht und möchte gleich mal anfangen mit Uli und Knut, die Geschichte einer abenteuerlichen Freundschaft. Knut ist ein Junge und der geht immer total gerne ins Aquarium und hat da einen Freund, nämlich seinen 8-armigen Oktopusfreund, den Uli. Und der kleine Krake, der kommt ihm aber irgendwie so vor, als ob der ja da nicht so glücklich ist und so. Und Knut ist fest entschlossen, seinen Freund da zu befreien, macht das auch. Gerade als da irgendwie andere abgelenkt sind, dann holt er ihn raus. Und nimmt ihn mit aufs Fahrrad und transportiert ihn, hat es geschafft. Eine Frau guckt noch ganz entsetzt, weil der Knut ja den Uli auf dem Rücken trägt. Und dann bringt er den erstmal mit nach Hause und dann springen die auf seinem Bett rum und gucken sich Bücher zusammen an und spielen natürlich in der Wanne da groß hier mit wie, also sozusagen so ein bisschen wie Piratenschiff, machen Spritzen überall rum, die Katze guckt ein bisschen irritiert. Dann essen sie was zusammen und die Katze, die wundert sich erstmal, weil der Uli ja nach Fisch riecht. Und dann kann aber Uli mit seinen ganzen Krakenarmen die Katze kraulen und streicheln und kitzeln. Und da findet Katze Lilly ihn so toll, dass die zum Ende sogar zusammen kuscheln. Und dann fahren die wieder zusammen durch die Stadt. Die ganzen Kioskbesitzer, die gucken irgendwie ganz irritiert und Knut bettelt drum bei seiner Lehrerin, dass er Uli mit in die Schule nehmen darf. Darf er dann auch und der Uli ist ja auch ganz stark. Der kann auch ganz toll Sachen erklären, der kann ja mit mehreren Armen gleichzeitig was malen. Finden die Kinder irgendwie auch ganz gut, aber der kann halt auch ganz viel Krach machen. Das findet dann die Lehrerin nicht mehr ganz so toll. Und als sie irgendwie rausgehen, begegnen sie auch eine Hundemama mit ganz vielen Welpen. Und das ist ganz lustig, weil Uli kann sich natürlich um alle Welpen gleichzeitig kümmern und kann auch ganz toll jonglieren. Derjenige, der da erst jongliert mit ein paar Bällen, das kann Uli natürlich viel, viel besser. Und die machen also ganz viel lustigen Quatsch zusammen. Und als sie aber den alten Feuerlöschteich suchen, da stellen sie fest, ach Mensch, den gibt's nicht mehr. Also nimmt Knut den Uli mit ins Freibad, da meckert aber die Rettungsschwimmerin, das geht halt nicht. Und die Eltern hatten sich auch irgendwie schon Sorgen gemacht, weil Knut so lange unterwegs war. Und am Ende zieht also Uli aus dem Aquarium um, wird rausgelassen in die Freiheit und damit ist Knut dann auch einverstanden. Der hat noch so ein kleines Kuscheltier, ein Krakenkuscheltier. Und Uli darf zurück ins Meer, ist total glücklich, dass er wieder in die Freiheit darf. Und Knut besucht ihn auch mal mit Schwimmbrille und ja, komischerweise sind die irgendwie mit Schnorchel unter Wasser. Das funktioniert dann nicht, da würde man Luft schlucken, aber gut. Sei es dahingestellt, vielleicht gibt es auch Schnorchel, wo man Luft rauskriegt. Und zum Schluss winkt, sieht man noch einen Krakenarm und der winkt. Ein niedliches Buch, das... Also ich glaube, ein ganz kleines bisschen muss man halt einordnen, dass Kinder jetzt nicht denken, man kann einfach so Tiere mitnehmen aus dem Zoo. Weil manchmal gäbe es ja rein theoretisch die Möglichkeit, an Tiere ranzukommen. Also da muss man, glaube ich, ein ganz kleines bisschen aufpassen, weil Kinder ja manchmal denken, das, was im Buch drin ist, das ist so Realität und das ist so in Ordnung. Und die meisten Kinder würden, glaube ich, gerne irgendwelche Tiere aus dem Zoo, aus dem Aquarium, aus dem Tierpark befreien. Also da bitte ein kleines bisschen einordnen. Das ist so ein kleines Manko. Ist eine echt süße Geschichte. Ist total niedlich und auch, dass dann Uli zum Schluss in die Freiheit darf, ins Meer. Und ist auch total hübsch illustriert. Also ich mag es sehr. Aber ja, wie gesagt, ein ganz klein bisschen einordnen, je nachdem, wie stark der Realitätssinn bei deinem Kind ausgeprägt ist, dass da nicht irgendwie was schief geht. Das Buch ist für Kinder ab 3 Jahren, hat 40 Seiten, ist 23,8 x 30,7 cm groß, kostet 15 Euro und ist bei Koppenrath erschienen. Das nächste Buch finde ich auch total klasse, Frank und Bert von Chris Naylor Ballesteros, der ist Autor und Illustrator und Hannah Schmitz hat es übersetzt.
Frank und Bert sind beste Freunde und die lieben Verstecken. Das Problem ist bloß, dass der Bert, der Bär, nicht ganz so gut darin ist. Der hat zum einen einen pinken Schal und der sucht sich auch immer Verstecke, die sind nicht wirklich kompliziert. Das heißt, der schlaue Fuchs, der Frank, der findet ihn immer. Und da ist Bert zum einen irgendwie unglücklich drüber und es ist natürlich auch für Frank nicht so richtig spannend. Und da sagt, der Bert will aber auch einmal wenigstens ein Versteck haben, wo der Frank ihn nicht findet. Und da machen sie aus, okay, er zählt diesmal bis 100. Am Anfang sieht man so ein schönes Versteck, da hängt zum Beispiel Bert im Baum und man sieht seinen pinken Schal und da sind auch kaum Blätter dran und na klar findet man das leicht. Ne? Also muss diesmal Frank bis 100 zählen und Bert versteckt sich. Das Blöde ist nur, der hat einen Faden an seinem pinken Schal, der verheddert sich am Baum. Und obwohl hier die ganzen Zahlen sind, da übe ich immer mit meiner Tochter zählen. Das macht ja auch durchaus Spaß. Also wir zählen dann alle Zahlen bis 100 durch und das erstreckt sich über 4 Doppelseiten, genau, bis man bis 100 gezählt hat. Der rennt da also über irgendwelche Hügel um Bäume rum, durchs Wasser durch und. Aber der Faden ist immer da, ganz, ganz pinker Faden. Und er ist am Ende aufgedröselt, wo er da die Höhle gefunden hat. Und eigentlich hätte ihn Frank nicht gefunden, aber aufgrund des Fadens hat er natürlich sofort eine Spur. Der läuft das alles ab, rollt derweile das Garn auf, die Wolle wieder auf und findet am Ende, sieht er in der Höhle stecken, den Popo und das kleine Schwänzchen und die Füße von seinem Kumpel Bert. Ach, und jetzt hätte er ja schon wieder gewonnen, aber es ist ja sein bester Freund und er will ihn nicht unglücklich machen. Also tut er so, als ob er ihn nicht gefunden hätte. Und Bert ist glücklich. Der ist so glücklich, dass der endlich mal ein Versteck hatte, wo ihn Frank nicht gefunden hat. Und dann drehen sie es um. Also er strickt ihm noch, strickt ihm noch den Schal wieder neu, der Frank. Dann hat er wieder seinen Schal und diesmal soll sich Frank verstecken und Bert soll zählen. Aber Bert ist gar nicht so, der ist gar nicht relativ clever. Da ist nämlich auch ein Faden an der Mütze von Frank und nach der greift er schnell. Und man sieht noch, wie losgezählt wird, geht aber nur bis 20. Und dann hört die Geschichte auf und man sieht Bert zuzwinkern, weil er hat ja den Faden. Das heißt, er wird dann auch, obwohl er bis 100 zählt, den Frank wahrscheinlich finden und Frank wird sich wiederum wundern, wie er das geschafft hat. Total niedlich, überraschendes Ende. Sehr simpel, also man sieht vor allen Dingen die zwei und sieht dann immer so eine kleine Landschaft, gar nicht viel Text, gar nicht so viel Bild, aber total niedliche Geschichte und echt witzig und ich finde es klasse. Mag meine Tochter auch sehr gerne vorgelesen bekommen und mir macht das auch großen, großen Spaß. Und ja, geht halt im Prinzip drum, ne, dass Empathie wichtig ist, Mitgefühl. Und das kann man da ganz gut lernen. Und mit der Neonfarbe ist es ordentlich knalliges Pink und knalliges Blau. Das Buch ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet, hat 40 Seiten, ist 27 Zentimeter im Quadrat groß, kostet 15 Euro und ist im Koppenrath Verlag erschienen. Und das dritte Buch, was ich mitgebracht habe, ist Ach, hätte ich bloß einen Kakapo von Elena Prochnow, die ist Autorin und Illustratorin. Und hier ist ein Junge ist es, aber könnte auch ein Mädchen sein, sieht man jetzt nicht genau. Aber sagen wir mal, ein Junge hätte gerne ein Haustier, aber Mama möchte kein Haustier. Die sieht man am Anfang so ein schönes Bild, wie das Kind also auf dem Bett rumspringt und da ist eine Katze und da ist ein Meerschwein und da ist eine Schildkröte und da ist ein Hase und da ist ein Hund. Wünscht sich immer zu Weihnachten, zum Geburtstag, immer wenn man kann, vom Osterhasen ein Tier. Aber Mama will nicht, Mama sagt, das geht nicht. Und das Kind guckt sich auch jeden Tag Tiere suchen ein neues Zuhause an, die Rubrik, und stellt sich dann immer vor, wie diese Tiere, die da angeboten werden, bei sich sein könnte. Aber die Mama hat leider eine Tierhaarallergie. Das ist blöd. Und ein Wellensittich will sie auch nicht haben, weil der fliegt ja dann frei rum und der kackert alles voll. Vögel stinken, meint sie auch. Und Fische findet das Kind zwar schön, aber mit denen kann man ja nie kuscheln. Also will keine Fische haben. Und dann aber plötzlich beim Frühstück hört der Junge einen Bericht von dem Kakapo und wundert sich, gibt es das Tier überhaupt? Und das ist ein Eulenpapagei, der lebt in Neuseeland und der Name bedeutet Nachtpapagei. Und jetzt spielen wir sozusagen durch, wie das wäre, wenn da der Kakapo da ist. Wir sehen den und die Mama sieht den gar nicht, weil der so gut getarnt ist. Die machen zusammen
dass der halt ein super Haustier wäre. Die können zusammen unterwegs sein. Da nervt er auch die Mama nicht, der Kakapo, weil der schläft ja die Mama. Der kann sich gut verstecken und kann sogar antworten, weil er ja die Sprache nachahmen kann. Wer ist da? Sagt sozusagen der Kakapo, stellt sich der Junge vor. Mit den großen Füßen kann er ja schnell laufen und die können draußen zusammen Spaß machen, klettern und zwar nicht so richtig fliegen, aber gleiten. Der kann dem ja beibringen, dass er aufs Katzenklo geht und außerdem, weil der nach Honig duftet und nach Bienenwachs, stinkt der auch gar nicht. Und wenn er sich erschreckt, dann erstarrt er und wird wie ein Stofftier aussehen. Das denkt sich alles der Junge. Und weil er ein Pflanzenfresser ist, reicht das ja ein bisschen von Mamas Pflanzen was zu fressen und ansonsten gibt man halt nicht viel auf. Und weil der so lange lebt, könnt ihr ihn überall im Rucksack mit hinnehmen und das für die nächsten, ja, 60 Jahre. Also sieht man den Jungen ach so, genau, hier sieht man nämlich doch, dass es ein Junge ist. Sieht man den Jungen als Kind, dann so, sagen wir mal, Studentenleben und dann aber auch als alten Mann und immer ein Kakapo im Rucksack hinten auf dem Rücken drauf, Roller fahrend. Mama sagt zwar, das wäre ein tolles Haustier, aber das können sie halt nicht machen. Und was sie aber stattdessen machen, das Kind wünscht sich von den Geburtstagsgästen statt Geschenken Spenden für den Kakapo, weil er eine bedrohte Tierart ist. Und da geht es halt sozusagen am Ende noch ein bisschen darauf ein, dass man bedrohten Tierarten helfen kann und dass Umwelt und Schutz wichtig ist und ja, man auch Futterspenden ans örtliche Tierheim geben können, dass das alles schon einen Unterschied macht. Also ein Aufruf dazu, Tieren auf verschiedenste Art und Weise zu helfen. Es gibt noch Ausmalvorlagen, die kann man sich über einen QR-Code runterladen. Und ja, ist auch irgendwie ein hübsches Buch, mag meine Tochter auch total. Ist eigentlich für Kinder ab 5 Jahren geeignet, aber da wir selber Haustiere haben und sie total tierbegeistert ist, findet sie das schön. Sie braucht jetzt nicht drum zu kämpfen, weil wir Rennmäuse haben, aber ja. Es hat 42 Seiten, ist 21,4 mal 27,3 cm groß, kostet 15 Euro und ist im Verlag Edition Pastorplatz erschienen. Das war's für heute mit den Buchtipps. Ich hoffe, es war was Spannendes für dich dabei. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du den Podcast anderen empfiehlst und wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Also, bis dann. Tschüss. Übrigens, alle Bücher, die wir hier besprechen, findest du natürlich auf unseren Webseiten. Und das heißt, meine Webseite ist www.nelehandwerker.de. Nele einfach N-E-L-E, Handwerker wie der Beruf geschrieben. Und da wird es immer eine Podcast-Folge geben. Da verlinke ich meine Bücher und verlinke dann auch zu Nadines Website, die gleich noch ihren Namen sagt. Und übrigens, alle Bücher sind Affiliate-Links. Das heißt, wir verdienen eine ganz kleine Provision, wenn du das Buch irgendwie drüber kaufst. Aber das Buch kostet dich nicht mehr, ne? Wir haben ja die Preise genannt. Damit unterstützt du, dass wir die Betriebskosten für Podcasts und unsere Webseite reinbekommen. Musst du natürlich nicht. Du kannst immer sehr, sehr gerne in die lokale Buchhandlung gehen. Das ist uns sogar noch lieber. Da unterstützt du den lokalen Buchhandel. Wir sind glücklich. Es gibt weiter Buchhandlung. Und genau, dann auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Lesen, Vorlesen, gemeinsamer Zeit verbringen. Nadine, wie ist nochmal deine Webseite? Meine Webseite findest du unter www.mamamitms.de. Es wird alles zusammengeschrieben, so wie man es spricht. Genau, auf meiner Webseite findest du ja auch Mama-Themen, MS-Themen, Parazepte und die Bücher. Genau. Und dann war's das auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.